haben heute ein Podium mit Sozialwissenschaftlern, vier Sozialwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen, die allesamt aber auch sehr aktiv sind in ihrem Leben, ein sehr engagiertes Leben führen. Wir werden alle vier kurz hintereinander in einem relativ kurzen Statement hören mit einer Eingangsfrage von mir. Und ich werde versuchen, in der Fragestellung auch das unterzubringen, was wir heute schon gehört haben. Und wenn alle vier vorgestellt wurden von mir und dieses erste Statement gegeben haben, werden wir dann nochmal hier oben auch miteinander reden. Und dieses Podium wird dann etwa 50 Minuten oder so sein. Und dann wird es geöffnet zum zweiten Teil wieder zu Ihnen. Heute Vormittag hatten wir schon eine sehr lebhafte Diskussion und auch eine sehr disziplinierte, wie ich finde. Wir haben hier Gabriele Brockhaus. Herzlich willkommen erstmal an alle. Michael Hirsch, Frau Sivilia, Sie kennen wir noch gar nicht. Sie stelle ich dann später noch genauer vor. Stefan Lessenich haben wir jetzt schon gehört im Vortrag. Und alle werden Sie dann besser kennenlernen. Astrid Seville, ich habe den Vornamen vergessen. Ich möchte beginnen mit Frau Dr. Brockhaus, in deren Workshop ich auch gerade war, weil sie ein sehr nachdenkliches, nachdenkliches geäußert hat. Sie ist die Autorin, 1997 hat sie als Sozialwissenschaftlerin und Psychoanalytikerin das Buch geschrieben Schauder und Idylle. Sie hat es geschrieben als ein Nachkriegskind, was mit von ihr sogenannten Mitläufereltern gelebt hat und sich im Erwachsenenalter die Frage gestellt hat, ich möchte es eigentlich tiefer verstehen. Und der Untertitel dieses Buches ist Das Erlebnisangebot des Faschismus. Und sie hat in diesem Workshop uns sehr eindrücklich nochmal in Erinnerung gerufen, dass zu Anfang der nationalsozialistischen Bewegung es diese Bewegung sehr gut vermochte, mit dieser Mischung aus Erlebnisangebot und Empörungsabholen. Etwas Ähnliches geschah, wie heute auch in der AfD geschieht, dass Menschen gerne auf die Straße gehen, schlicht und einfach, weil sie sich empören und Wut ausdrücken wollen. Und dass eine Form von Regression ist, die darauf antwortet, dass vorher sehr viel Frustration war, auch Überforderung mit Individualisierung, aber auch sozialer Stress, zum Beispiel auch gerade bei den ganzen Menschen aus der ehemaligen DDR, diese ganze Bewältigung der eigenen Biografie auch und die ganze Frustration dann auch im realen Kapitalismus. Und sie hat uns sehr eindrücklich erzählt, wie dieses Erlebnisangebot natürlich wieder Stolz und Würde angeboten hat. Die Mischung aus sich als Opfer verstehen können, aber zugleich auch als Held. Und die AfD tut es heute auch wieder. Sie spricht alle Menschen auf der Straße als Helden an, die sich empören. Und diese Empörung ist natürlich sehr einfach gestrickt mit einem einfachen, ausgerichteten Feindbild. Was ich jetzt aufgreifen möchte und Sie bitten möchte, nochmal darzustellen, was an diesem Erlebnisangebot, wie Sie es nennen, eben auch das ist, was wir als Berechtigtes verstehen müssen und aufgreifen sollten. Und das, wo Sie auch als Psychoanalytikerin und politische Bürgerin sagen, also das macht mir richtig Angst, diese Form der Regression. Und darauf eine Antwort zu finden, wird besonders schwer sein. Also wo greifen die Bedürfnisse und Probleme auf? Ich hatte ausgeführt in dem Workshop, dass ich glaube, dass alle Positionen der Rechtspopulisten sich auf gesellschaftliche Konfliktfelder beziehen, die ganz aktuell alle Menschen beschäftigen und auf die dann aber eben eine Antwort geben. Ich versuche es nur, wenn ich es tiefer stelle, ob es dann nicht so rauscht. Auf die eine Antwort geben, die ich regressiv genannt habe. Also zum Beispiel, dass wir alle mit ganz großer Ungewissheit leben müssen, mit der Unlesbarkeit der globalisierten Welt, in der wir überhaupt keine Kausalketten von Ereignissen mehr verfolgen können, in der aber auf der anderen Seite wir als Individuen verantwortlich für unser eigenes Schicksal, für unser Glück gemacht werden. Also auf der einen Seite unglaubliche
Steigerung von undurchschaubaren Abhängigkeiten und auf der anderen Seite eine Zuweisung an das Individuum, sich selbstverantwortlich zu verhalten und gleichzeitig schuld zu sein für das eigene Versagen. Zum Beispiel ist das ein Problem, auf das der Rechtspopulismus antwortet. Zum einen, indem er sozusagen eine Geschichte, eine einfache Geschichte erzählt, in der er wieder Täter und Opfer, Verantwortliche, Schuldige benennt, die Ausländer, die Eliten, und indem er das Problem der Vereinzelung durch ein fiktives Wir, nämlich die homogene Volksgemeinschaft, löst und durch die Feindbildung schafft eine Homogenisierung dieser Eigengruppe zu erreichen. Mir war dann noch ganz wichtig, dass die, Sie haben gesagt, Frustration, ja, vielleicht ist das, geht das, was Menschen heute erfahren, wenn sie in dieser verunsichernden, zukunftsverbauten Welt leben, sogar noch darüber hinaus. Denn Frustration kommt mir so vor, da passiert was Bestimmtes und ich weiß, was das ausgelöst hat. Und heute sind ja schon vielfältig die Ursachen dessen, was mir passiert, dann eben überhaupt nicht mehr greifbar. Und ich denke, das löst eher sowas aus, wie was in Richtung von Verzweiflung gehen kann. Also natürlich nur bei bestimmten Menschen, bei denen, die aus biografischen Gründen, aber natürlich auch aus Gründen ihrer sozialen Lage sich nicht so fühlen, als ob sie irgendetwas beeinflussen oder bewegen könnten in ihrem Leben. Und auch da bietet der Rechtspopulismus natürlich eine Antwort drauf, indem er sagt, wenn wir die Schuldigen, die Volksverräter beseitigen, dann ist alles wieder gut. Und das erstellt gleichzeitig auch ein wirklich einen Sündenbock oder mehrere Sündenböcke zur Verfügung, an denen man sich auch arbeiten kann, wo man die Gefühle von Hass und Verachtung, Wut, Empörung loswerden kann. Der zweite Teil der Frage war, wie Ihre Meinung nach unsere Haltung dazu aussehen könnte. Also wie man einerseits das Verständnis dafür, auch ja bei sich selber, Sie sagten das ja auch, dass wir auch das bei uns selber immer wieder entdecken müssen, aufdecken müssen, aber auch welche Teile davon in unsere eigene politische Ausrichtung auch als berechtigtes Erlebnisangebot, da haben wir vorhin zum Beispiel in der Pause gesungen, habe ich gedacht, ja, wir singen eigentlich sehr selten zum Beispiel und das haben einfach die Nazis sehr gut verstanden, dass dort sehr viel gesungen wird und so, dass es einen das Herz erbaut und ergreift, das haben wir alles nicht. Und deswegen nochmal die Frage, was erscheint Ihnen jetzt auch gerade als Psychoanalytikerin so wichtig für uns jetzt als Linke, dass wir beherzter sind? Naja, als Psychoanalytikerin hat man es eben nicht so mit diesem einfachen Herstellen von positiven Gemeinschaftserlebnissen und sieht dann ganz stark eben die Problematik, dass man so etwas nicht einfach künstlich herstellen kann. Es war auch in der, über das Wecken von Begeisterung die Rede. Und ich denke, das ist ja genau das, was die Rechtspopulisten ja eben auch machen, dass ein künstliches Anheizen von Enthusiasmus, Begeisterung für ihre destruktive Sache. Dagegen hat man es immer schwer, das muss man einfach sagen. Also deshalb, natürlich wäre zum Beispiel ein Gemeinschaftserleben, das Spüren, wir sind solidarisch und so,
arbeiten gemeinsam an etwas, können das Gefühl haben, dass das etwas Sinnvolles ist, was ich auch ganz persönlich tun kann. Das sind sicher lauter Dinge, die gut so, so eine Hilfe wären, dem sich nicht so einfach anheim zu geben. Aber Ihre Frage, finde ich, lässt so ein bisschen offen, was kann ich so als Individuum tun, was ist auch politisch organisierbar, und die Machtfrage, die ist ja dann noch dazu ganz eine andere, also zum Beispiel als jetzt diese ganzen Wahlerfolge der Populisten passiert sind, habe ich natürlich sofort gedacht, Volksfront bilden. Und dass die Naivität und die Absurdität dieser Äußerung, dieses Wunsches, ist dann ja sofort deutlich geworden in dem, was dann an völlig diversen Reaktionen passierte. Also dass die individualisierte Gesellschaft, die pluralisierte Gesellschaft dann nicht einfach aufhört, wenn man merkt, jetzt wäre ein gemeinsames, energisches Gegenhandeln angebracht. Ich möchte dann weiterleiten zu Michael Hirsch, den die meisten hier schon kennen von der Winterschule letztes Jahr. Und er ist freier Philosoph und Politikwissenschaftler, Privatdozent an der Universität Siegen. Er gehört zu denen, die an der Universität in einem zwangsprekarisierten Leben leben müssen, also wirklich skandalös unterbezahlt oder gar nicht bezahlt. Er hat dieses Büchlein geschrieben, Warum wir eine andere Gesellschaft brauchen. Es ist eine Art Entwurf für einen anderen Gesellschaftsvertrag. Und er hat immer wieder, auch letztes Jahr hier uns gesagt, wir hätten eigentlich genug Anknüpfungspunkte bei der Arbeit. Das ist ein Schwerpunktthema von ihm, die Überwindung der heutigen Arbeitsgesellschaft. Wir könnten eine sehr positive Vision entwickeln mit verkürzter Arbeit. Aber nicht nur das. Und ihn habe ich jetzt auch also an das Thema unseres Podiums erinnert. Wie können unsere Ideen eines Lebens jenseits des rasenden und lebensfeindlichen Kapitalismus Kampfgeist entfachen? Und wie kann unsere Globalisierungskritik politisch begeistern? Jetzt diese Frage an Sie. Ja, vielen Dank. Ich möchte vielleicht da anknüpfen an dem, was zuletzt gesagt wurde. Geht es vom Ton einigermaßen oder stimmt da irgendwas nicht? Okay. Näher ran, okay. Das war die Frage. Ja, genau. Damit ich jetzt kurz anknüpfen, nämlich bei der Frage der Identität und der Begeisterung für ein Projekt. Die zentrale Unterscheidung, die man auf der Ebene der politischen Analyse oder des Staatsrechts in Bezug auf den Volksbegriff machen kann und der auch immer wieder gemacht wird, den sollte man immer wieder in Erinnerung rufen. Es gibt quasi den Demos und den Ethnos. Es gibt einen politisch-juristischen Volksbegriff und es gibt einen ethnischen Volksbegriff. Und die Frage ist eben, sind die Identitätsangebote oder die Begeisterungsangebote, beziehen sie sich eher auf diesen politischen, identitären Gemeinschaftscharakter von Volk oder beziehen sie sich eben auf ein explizites politisches Subjekt der Demokratie, was sich nur durch ein demokratisches Projekt konstituieren kann, nämlich durch irgendwelche Forderungen nach gesellschaftlicher Umgestaltung. Das halte ich auf einer allgemeinen Ebene für das Wichtigste. Und das kurz zu konkretisieren möchte ich, wenn wir schon über Rechtspopulismus und Faschismusgefahr reden, ist es wichtig, dass wir die Uraltthese der linken Faschismustheorie seit der Weimarer Republik in Erinnerung rufen von Hermann Heller und Franz Neumann. Die haben nämlich ganz einfach so gesagt, die bürgerlichen Verfassungen sind sozusagen unentschiedene Verfassungsdokumente, die lassen die Frage offen, was für ein Gesellschaftsprojekt die Gesellschaft in Angriff nimmt. Das ist die Sache der Demokratie. Und eigentlich gibt es nur zwei Gesellschaftsprojekte. Es gibt auf der einen Seite, es gibt sozusagen einen Mittelzustand, der manchmal eine Weile hält. Das ist das, was wir unter dem Normalzustand verstehen. Es gibt das eigentliche progressive Projekt, das nennt sich demokratischer Sozialismus. Und es gibt, wenn sich dieses progressive Projekt nicht nennenswert, die uns auf den Weg dahin begeben, wenn es also in dieser Hinsicht keine starken Volksbewegungen und Identifikationsangebote in der politischen und intellektuellen Arena
andeuten, dann regrediert die Gesellschaft automatisch in Richtung autoritären Kapitalismus zurück und dann spielt es eine relativ geringe Rolle, ob es eine offene Diktatur ist oder eine Oligarchie à la Russland oder eine islamische Diktatur oder ein Rechtspopulismus oder was auch immer. Die Konstellation heißt dann einfach autoritärer Kapitalismus. Das ist das grobe Schema, deswegen dadurch wird eben klar, es geht darum, für was für einen Typ von Gesellschaftsprojekt man sich in diesem Rahmen einer Verfassung, also Weimarer Reichsverfassung oder Grundgesetz eben entscheidet. Alle Identifikationspotenziale leiten sich aus dieser Grundentscheidung für ein solches Projekt ab. Also das ist, glaube ich, der wesentliche... Darf ich das nochmal konkretisieren? Also das heißt, eine lebendige Demokratie, wenn wir also grundgesetzmäßig eine wirkliche, auch wirtschaftliche Demokratie hätten und wenn wir wirkliche Mitspracherechte hätten, wäre das so interessant... würde uns so ernst nehmen als Menschen, ließe auch so viele Menschen einbeziehen, also ein wirklich breites Erlebnis von hier bin ich gefragt und hier kann ich gestalten und hier erlebe ich dabei auch die Würde, die jetzt anderweitig dann in so einem faschistischen Erlebnisangebot suggeriert wird. Genau. Das heißt, die These davon ist natürlich, reale Demokratie gibt es nicht als Konservierung eines bereits irgendwann mal erreichten Zustands, sondern reale Demokratie existiert sowieso nur ausschließlich im Rahmen eines demokratischen Transformationsprogramms gesellschaftlicher Machtverhältnisse. Das ist die Hypothese dieser speziellen politischen Lehre. Und daraus leiten sich im Prinzip alle auch affektiven Angebote oder Identifikationsangebote solcher Projekte ab, meines Erachtens. Der Zustand, den wir heute haben, der charakterisiert sich ja dadurch, dass das, was als Postdemokratie vor 15 Jahren diagnostiziert wurde, also massenhafte Parteienverdrossenheit und so weiter, hat irgendwann nur noch die Gelehrten interessiert und plötzlich schlägt dieses Ding in Form von massiver Wählerschaft von Rechtspopulismus zurück. Das heißt, es bewahrheitet sich meines Erachtens diese alte klassische Faschismus-These, dass es eben nicht einfach nur eine Stagnation gibt, sondern dass das regredieren muss, dieses System. Das heißt, wir bezahlen jetzt die Zeche für diese Postdemokratie. Und umgekehrt könnten wir auch zurückerobern Begriffe wie Fortschritt. Genau. Und daran hängt eben, wenn man jetzt sagen würde, damit möchten wir uns nicht abfinden, also wir möchten im Prinzip, würden uns für dieses eine Projekt entscheiden, dann folgt daraus natürlich, dass nur durch ein appellatives, ein starkes, also die Erfindung eines neuen politischen Projekts oder um ein Lieblingswort des Feuilletons zu gebrauchen, ein neues Narrativ, also eine Erzählung, wo wollen wir überhaupt hin in der Gesellschaft? Wie heißt diese Flagge, unter der wir marschieren, heißt, also da gibt es ja genug Angebote, soziale Gerechtigkeit, gleiche Beteiligung, Menschenwürde, Solidarität, nur indem man so etwas ganz explizit fordert und ganz explizit gegen die bestehenden Machtungleichgewichte in Stellung bringt, dann würde es, sagen wir mal, ausreichen, vielleicht so etwas wie Mobilisierungskraft in einer gewissen Weise überhaupt entfachen können. Deswegen ist natürlich die Grundproblematik des heutigen Diskurses, was man beispielsweise bei sozialpolitischen oder wirtschaftspolitischen Diskussionen sieht, dass man nur noch reaktiv argumentiert. Das heißt, wir sehen nur noch bedrohte Besitzstände von sozialen Rechten, die irgendwann mal vor 40 Jahren erkämpft wurden, anstatt viel mehr zu fordern als das, was vor 20 oder 30 Jahren mal errungen wurde. Das ist sozusagen eine ganz katastrophale Defensivposition, in der sich beispielsweise Gewerkschaften heute drin befinden, die nur noch die Besitzstände von immer kleineren Teilen der Stammbelegschaft verteidigen. Letztes Jahr fiel das Wort, es ist ein Totalausfall von Utopien. Genau. Und das ist jetzt, sagen wir mal, der Punkt, der dann vielleicht interessant ist für alle Leute, die als Aktivisten und Intellektuelle sich mit so etwas wie einem fortschrittlichen Narrativ beschäftigen, weil daraus ergibt sich für mich die Frage, wer ist für so etwas zuständig und in welcher Personeneigenschaft? In der Demokratietheorie gibt es ja die Unterscheidung von Citoyen und Bourgeois. Also es gibt den Staatsbürger, da sind wir durch gleiche Rechte charakterisiert, und dann gibt es den Bourgeois. Da ist jeder eben unterschiedlich gemäß ökonomischer und anderer professioneller Bezüge. Wenn wir jetzt uns in ein markant fortschrittliches Narrativ hineinbegeben müssen, dann verändert sich meines Erachtens die Berufsbeschreibung der Professionseliten sämtlicher Hegemonieapparate. Dann ändert sich die Berufsbeschreibung des Journalisten, dann ändert sich die Berufsbeschreibung des Politikers, dann ändert sich die Berufsbeschreibung des Gewerkschafters und es ändert sich die Berufsbeschreibung von Leuten, die zum Beispiel an Hochschulen arbeiten. Dann reicht es nicht mehr aus,
quasi nur noch kritische Analysen zu schreiben über gegenwärtige Zustände, dass die alle so problematisch sind und so schwierig sind, sondern dann muss man irgendwann, wahrscheinlich kommt man nicht drum herum, die Katze aus dem Sack zu lassen, anstatt, wie das bis vor kurzem zumindest noch an Hochschulen der Fall war, dass man dann im Prinzip die Spekulation über die Frage, ja, was folgt denn jetzt aus diesen ganzen Ungleichheitsanalysen und so weiter, dass man das dann irgendwelchen professionellen Politikberatern oder populistischen Kräften in der Gesellschaft überlässt, anstatt selbst diese Arbeit zu machen. Also das ist, glaube ich, eine sehr bedeutende Konsequenz, die Berufsbeschreibung, der Berufsethos aller politisch und intellektuell aktiven Menschen ist eine andere, je nachdem, in welchem Gesellschaftsprojekt ich mich befinde. Das ist sich in den Dienst zu stellen, zu der Frage, wohin wollen wir, wohin soll es gehen, mit welchen Mitteln ist das möglich, statt immer nur zu beklagen und sich da auch verantwortlich zu fühlen, also Alternativen beizutragen. Ich komme jetzt zu unserer nächsten Podiumsteilnehmerin, deren Thema das nämlich ist, wie es kommen konnte, dass es so alternativlos zugeht in unseren Medien. Dr. Astrid Sibyl ist eine Nachwuchswissenschaftlerin und hat ihre Dissertation geschrieben über Sachzwang und Alternativlosigkeit, eine politische Anamnese. Dafür hat sie den Deutschen Studienpreis 2016 gewonnen und sie befasst sich damit mit dem, was wir uns bei ATTAC auch immer so oft, was wir gesagt haben, das ist ja schrecklich, dieses TINA, there is no alternative, dieser Ausspruch von Maggie Thatcher und das sozusagen zum Modell des Diskurses wurde. Und deswegen nochmal an Sie die Bitte, das nochmal auszuführen, kurz die These. Und dann aber auch, wie die anderen auch, die Frage zu beantworten, was Sie jetzt als Linkes voran so für sich definieren würden, empfehlen würden. Ja, erst einmal vielen Dank für die Einladung. Sie haben es schon sehr schön beschrieben, ich habe mich in meiner Dissertation damit beschäftigt, wie genau dieses TINA-Modell eigentlich so überall anzutreffen ist. Und man kann ja nicht genau nachzeichnen, wie das hochkam, wie der Diskurs, über den wir heute sprechen wollen, sich so derart verengt hat. Und das habe ich getan. Also das ist mehr als meine Bestandteile. Man muss zeigen, wie die intellektuellen Zirkel sich verändert haben und eigentlich auch eine politische Aufgabe wahrgenommen haben, nämlich einen gesellschaftlichen Vorschlag auch zu machen. Also das, was Herr Hirsch anmahnt, haben die auch in Mitte oder Anfang des 20. Jahrhunderts auch, oder auch Mitte des 20. Jahrhunderts sehr virulent gemacht. Und über diese Einflussnahme kam dieses neoliberale Denken, so wie wir das nennen, in die politischen Zirkel hinein und wurde dann, das ist glaube ich bis heute ganz fatal als Weichenstellung für den Diskurs, als gesunder Menschenverstand etikettiert. Also das, was wir glauben, normal zu sein, was wir glauben, was eigentlich uns allen, unserer Natur, unserer vermeintlichen menschlichen Natur entspricht, das alles entspringt eigentlich einer ganz gezielten politischen Aktion von Intellektuellen, von Denkern und von Politikern von den 50er, 60er, 70er Jahren. Das habe ich versucht aufzuzeichnen. Und man kann eben, glaube ich, als linkes Projekt diesen vermeintlichen Common Sense, von dem Margaret Thatcher immer sprach, also sie sprach ja davon, dass es keine Alternative gäbe, weil es eben dem gesunden Menschenverstand entspreche, ökonomisch zu liberalisieren, den Einzelnen nicht in der sozialen Hängematte liegen zu lassen, so ist es ja der Kernbegriff, den auch später die Sozialdemokraten leider übernommen haben, oder auch zum Beispiel an die Tugend des Einzelnen zu appellieren, das sei alles ganz normal, wenn man dann einfach nur vernünftig sei. Und ich glaube, dass das eine Aufgabe für uns heute ist, diese Vernunft, die wir immer unterstellen, nämlich der Einzelne ist eigennützig, der Einzelne kann sich nicht solidarisieren, er will sich nicht solidarisieren, der Einzelne hat Angst vor Fremden und so weiter und so fort. Diese Vorstellung erst einmal auseinanderzunehmen, als das, was sie sind, nämlich auch fabrizierte, gemachte Vorstellungen. Und das zog sich durch das ganze 20. Jahrhundert, das zieht sich auch bis ins 21. Jahrhundert. Und deswegen ist, glaube ich, auch dieser Slogan von ATTAC ein wichtiger. Also eine andere Welt ist möglich, aber vielleicht ist eine andere Welt möglich, die vielleicht noch radikaler ist oder anders gedacht werden muss. Also das Stichwort der Utopie ist ja schon gefallen. Ich möchte nur ein, zwei Sachen noch aufgreifen, die meine Vorredner jetzt schon genannt haben, weil sie mir, glaube ich, ganz wichtig sind, auch für die Frage, die sie jetzt aufgeworfen haben. Die Frage ist ja auch die nach Rechtspopulismus, Postdemokratie und Teilhabe. Denn jetzt bin ich von Haus aus Demokratietheoretikerin und ich habe leider immer Bauchschmerzen, wenn ich an Demokratie denke und an unsere politischen Forderungen, weil auch bei Demokratietheoretikern immer so ein bisschen die Losung ist, links reden, aber rechte Probleme, also beziehungsweise konservativ Probleme konstatieren. Also das Problem ist zum Beispiel, wenn wir mehr Teilhabe fordern, dann sehen wir eigentlich,
empirisch, aber auch theoretisch immer ein, zwei Probleme wieder aufkommen, nämlich, dass sich einerseits immer die gleichen beteiligen, nämlich die eh schon Gebildeten, die eh schon demokratisch Versierten, die politisch Gebildeten und Interessierten. Und auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, dass zum Beispiel direkte Demokratie und mehr Teilhabe dazu führt, dass nicht unbedingt gute Ergebnisse kommen. Also das alte Paradox, das alte Problem, was Habermas eigentlich immer umtrieb, können wir demokratische Demokratie abschaffen? Und das ist, glaube ich, ein Kernproblem unserer Zeit. Können wir demokratisch darüber abstimmen, indem wir eine Wahl abhalten, indem wir zum Beispiel per Mehrheitsentscheid etwas entscheiden? Und aber genau mit dieser demokratischen Entscheidung, mit dieser Vorstellung von Teilhabe von allen, dann doch Entscheidungen treffen, die gar nicht unbedingt das sind, was wir uns vorstellen unter einer sozialen Demokratie und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, ein inhärentes Problem. Und das macht manchen Demokratietheoretikern eben Bauchschmerzen, wenn sie denn an eigentlich ihre politischen Überzeugungen denken. Und ich möchte auch das Stichwort des Narrativs und der Postdemokratie aufgreifen. Denn das Spannende ist ja, wie der Begriff der Postdemokratie eigentlich ein ziemlich trockenes, naja, ich fand es nicht trocken, aber manche haben gedacht, das wäre trocken, so vor einiger Zeit, als das rauskam von Colin Crouch. Seine Bestandsanalyse, auch schon ein bisschen, man hat gemerkt, naja, es war auch an ein paar Stellen zugespitzt, wie so eine Art Zeitdiagnose war. Und wie genau dieser Begriff, der ja eigentlich aus einer linken, beziehungsweise Colin Crouch, würde ich sagen, ist ein linker Theoretiker. Man kann sich jetzt ein bisschen über das Ausmaß seines Linkstums streiten, das, glaube ich, sollte und könnte man immer tun. Aber wie eigentlich diese kritische Bestandsaufnahme auch anverwandelt wurde von Rechten mittlerweile, also die auch von Postdemokratie sprechen und dann eben sagen, naja, jetzt sei jetzt Zeit fürs Volk zu regieren. Es sei Zeit für einen neuen Politiker eines Types gegen das Establishment. Wir haben es ja gesehen in den USA. Also dieser neue Typ Politiker, der sich jetzt als die Stimme des Volkes geriert, das ist witzigerweise, oder naja, das ist jetzt ein bisschen witzig, ist eigentlich nicht, aber das ist pointierterweise, müsste man sagen, ist das genau auch die Reaktion. Also dieser Postdemokratiebegriff, diese Postdemokratie-Debatte, die eigentlich eine sehr fruchtbare für die Linke hätte sein können, die wurde jetzt vielfach anverwandelt von Rechten oder von Rechtspopulisten. Und das ist, glaube ich, ein Stichwort auch für ein neues Narrativ. Aber dann auch an Sie jetzt eine Nachfrage. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es ein Mittelding zwischen diesen Volksgerede gibt, also was etwas komplexer ist als dieses Volksgerede und was aber trotzdem eben nicht nur so eine Partizipation von Partikularinteressen ist, also dass ich mich jetzt als Bauer beschweren kann, dass die Windmühle neben meinem Bauernhof steht oder so, sondern wir schon Diskurse haben, wo wir als Bürger, als Staatsbürger ohne eigene Interessen einbezogen werden und ausreichend komplex, aber jetzt auch nicht zurückgreifend auf einen Begriff wie Volk, einfach miteinander im Gespräch sind und Vernunft entwickeln. Können Sie sich das als Demokratietheoretikerin vorstellen? Ich will es mir vorstellen. Ich will es mir vorstellen, das gibt es ja auch. Es gibt ja dafür Fälle. Das Problem ist, glaube ich, eher das, was ich im Vorfeld gesagt habe, wir natürlich jetzt so lange, also über Jahrzehnte, das Narrativ aufgetischt bekommen haben, nein, wir sind immer alle eigenrational. Politiker sind am besten, wenn sie eigentlich in ihren Eigeninteressen auch eingeschränkt werden, wenn unpolitische Agenturen, Zentralbanken das Wort haben oder die letzte Entscheidungsmacht haben, dass das angefangen hat, auch im Bewusstsein, im politischen Bewusstsein von vielen auch als Realität zu greifen. Da gibt es schon einige Studien, die das aufgezeigt haben, dass politisch interessierte Bürger genau dieses Narrativ verinnerlicht haben. Das heißt, wir müssen wieder zurückkommen zu einem solidarischen Begriff des sich politisch Engagierens und nicht politisches Engagement fürs eigene Interesse. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und das gibt es, aber das müssen wir stärken. Und da müssen wir, das wollte ich noch vielleicht anmerken, da muss man auch das dementsprechende Narrativ bereitstellen. Das ist natürlich eine alte Leier. Wir müssen wieder den Begriff der Solidarität stärken, wir müssen wieder neue Geschichte anbieten, aber das tut halt auch Not. Okay, ein neues Narrativ. Also langsam geht dieses Wort Narrativ auch in meine Wortschatz. Das habe ich ja auch genauso wie Konnotation. Aber es sind nun mal lauter Soziologen hier auf dem Podium. Und jetzt an den vierten Soziologen die Frage, den haben wir heute Morgen Herrn Lesse nicht gehört. Ich glaube, es waren alle dabei. Er hat nochmal aus seinem Buch viele Gedanken geäußert, die Externalisierungsgesellschaft, das Buch heißt Nemos, die Sintflut, wo wir uns nochmal vor Augen geführt haben, wie der gesamte Wohlstand des Westens, der sich immer so toll mit Tüchtigkeit selbst lobt, aufbaut auf Vorleistungen anderer, verbunden mit sehr viel Blut und sehr viel Elend.
Und dass es sehr schwer ist, da rauszukommen, weil die Menschen so viel Angst entwickeln, dass sie jetzt davon lassen müssen, dass sie ein schlechtes Gewissen haben müssen und dass vor allen Dingen natürlich die Menschen jetzt auch alle kommen, die Opfer dieser Politik sind. Also in den Flüchtlingsbooten kommt sozusagen das jetzt zu uns zurück. Das war so ein bisschen die These heute Morgen. Wir hatten aber auch ausgemacht, dass Sie sind ja auch ein Transformationsdenker. Transformation ist das neue Wort für Revolution. Also das neue Revolutionsnarrativ heißt Transformation. Vielleicht täusche ich mich auch. Aber dass Sie ruhig mal radikal jetzt vom Leder ziehen können, weil Sie hatten gesagt, dass Sie auch ein radikales Angebot haben, was weit über das hinausgeht, was man jetzt in dem Buch angedeutet findet. Aber dass Sie das ruhig auch noch ein bisschen ausführen könnten, habe ich Sie ermuntert. Ja, haben Sie. Also das Transformation, die neue Revolution, das sollte eigentlich gar nicht publik werden. Das sollte eigentlich eher unterschwellig als neues Narrativ wirken. Aber jetzt ist die Katze aus dem Sack. Ich komme gleich zu den radikalen Forderungen, die man ja immer stellen kann. Aber jetzt auch im Lichte der Vorreden und auch meiner eigenen Vorrede heute Vormittag, möchte ich doch noch mal einen Punkt vorab machen, dass wir, glaube ich, schon aufpassen müssen, uns nicht selber in die Depression zu reden. Also jetzt nicht nur hier heute, manchmal hat man den Eindruck, dass es eine Diagnose gibt, man wäre in einer präfaschistischen Situation, ja, oder man ist völlig fixiert auf hierzulande AfD oder die nächste Wolte des neuen US-amerikanischen Präsidenten, was macht er jetzt? Und ich glaube, also gerade auch die Rede von Ängsten, Sorgen, Befürchtungen und so weiter, kann natürlich auch eine selbsterfüllende Prophezeiung sein. Also und übrigens auch die Rede von der Postdemokratie. Ja, je öfter man sich bestätigt wechselseitig, dass man in einer Postdemokratie lebt, umso unwahrscheinlicher wird es eigentlich auch, dass man sich beteiligt, weil warum soll man sich an entfremdeten und entfremdeten politischen Strukturen und Institutionen eigentlich noch beteiligen? Ja, was soll man überhaupt noch mit Parteien anfangen oder auch mit sozialen Bewegungen, die dann sowieso nach 5 Jahren sich die verkrusten und die üblichen Organisationsformen annehmen. Also von daher würde ich schon sagen, man muss auch aufpassen, dass man sich nicht selber in eine Negativ- oder Abwärtsspirale reindreht. Das ist das eine. Und das zweite, jetzt auch, weil wir alle irgendwie, also wir sind zwar nicht alle Soziologen, Soziologinnen, aber wir sind schon, wahrscheinlich schon alle ganz ähnlich und werden alle auf derselben Seite der Volksfront. Aber deswegen muss man, glaube ich, auch ein paar Kontrapunkte setzen. Es wäre noch die Frage, wie wichtig eigentlich wirklich Begriffe sind. Also als Sozialwissenschaftlerinnen denken wir natürlich, Begriffe sind das ein und alles. Ja, man muss Begriffe schärfen, man muss Begriffe gegen andere abgrenzen, man muss genau mit Begriffen operieren, man muss um die Begriffe in die politische Debatte bringen. Also ist egal, ob Sozialismus oder Solidarität oder Gerechtigkeit, und dann muss man sie in einer bestimmten Weise definieren und verhindern, dass andere diese Begriffe enteignen und für sich aufnehmen. Und es wäre einfach die Frage nochmal, wie wichtig eigentlich Begriffe sind, oder ob es nicht einfach sozusagen die Radikalität der Praxis ist, die diesseits oder jenseits der Begriffe bedeutsam ist. Und deswegen, also bei dieser, wir haben ja diese irre Beschreibung dieser Diskussion hier, wie können unsere Ideen Kampfgeist entfachen, wie kann unsere Globalisierungskritik politisch begeistern. Wahrscheinlich wird man am Ende des Tages sagen müssen, dass irgendwie das Begeistern und Entfachen kann nur über real existierende Personen, ja, die im Alltag, und ich habe ja heute Morgen über Politisierung des Alltags gesprochen, die im Alltag Dinge tun und Dinge anders tun und gemeinsam mit Menschen Dinge tun. Und ob sie das in bestimmte Griffe packen oder alltagspraktisch eine bestimmte Handlungsweise üben, die gegen den Strich dessen geht, was üblicherweise als Norm gesetzt wird, egal wie die wiederum heißt, ich glaube, das ist eigentlich das Entscheidende. Also vielleicht könnte man auch darüber nochmal sprechen, ob es nicht die Solidarität oder wie immer man es nennen möchte, des Alltags ist, und nicht irgendwie eine Kollektivität des Ereignisses, dass man sozusagen jetzt wie die Rechten irgendwelche Orte der gemeinschaftlichen Bewältigung von bestimmten Problemen schaffen muss, sondern dass man einfach im Alltag anders handelt und aufeinander bezogen handelt. Also
das würde ich nochmal zu bedenken geben. Und ansonsten habe ich mir gedacht, dass man vielleicht wirklich, so wie Astrid das gerade nochmal dargestellt hat, wie es tatsächlich oder vermeintlich dem Neoliberalismus gelungen ist, seine zentralen Ideen als Ausfluss des gesunden Menschenverstands auszuweisen. Vielleicht müsste man auch stärker mit an den gesunden Menschenverstand appellieren. Wird ja auch ab und an schon getan, also die unglaubliche Ungleichverteilung von Reichtum in dieser Gesellschaft verstößt eigentlich gegen jeden gesunden Menschenverstand. Ja, warum sollten 1% der Bevölkerung 60% des Reichtums, des Vermögens besitzen? Warum eigentlich? Also das verstößt gegen jeden gesunden Menschenverstand. Eins auf der einen Seite 1%, auf der anderen 60%. Warum sollten, und dann ist es ganz egal, welche Zahlen Oxfam publiziert, es ist egal, ob es 8, 62, 80 oder 8000 sind, warum sollten die so viel besitzen wie die Hälfte der Weltbevölkerung, wie 3,6 Milliarden. Das widerspricht ganz offensichtlich dem gesunden Menschenverstand. Und es gibt im Kleinen, in vielen kleinen Belangen, egal im Betrieb, ja, an der Universität, im Alltagsleben gibt es so viele Dinge, die dem gesunden Menschenverstand in Anführungszeichen widersprechen, dass man jeweils das einfach mal, glaube ich, offenlegen sollte, was da gerade passiert. Und insofern glaube ich schon, dass man das eine radikale Forderung ist, mehr zu reden und mehr miteinander zu reden und nicht immer mit denselben zu reden. Also das war ja gerade eben auch schon mal so eine Idee. Also ne, wenn wir gemeinsam reden über uns wechselseitig bestätigen, ist das gut und schön. Aber ich glaube, man muss auch im Sinne dieser Offenlegung von wirklichen Irrationalitäten des Alltags und der alltäglichen Organisation unseres Lebens müsste man ins Gespräch kommen mit Menschen, mit denen man sonst nicht spricht. Ja, in der Tram, auf Arbeit, irgendwo in der Öffentlichkeit eingreifen, sprechen und die Absurdität des Gegebenen thematisieren. Ich glaube, dem würden Sie nicht so viele Chancen einräumen, Frau Burghaus, aber dazu vielleicht später. Also weil wir darüber auch in dem Workshop heute gesprochen haben, das Miteinander sprechen und argumentieren. Aber Sie wollten jetzt direkt auch noch antworten? Ganz kurz. Ich glaube, dass es sehr ein interessanter Punkt ist, also sowohl die Radikalität von Praxis als auch das Sprechen. Eine quasi Abwandlung davon oder vielleicht auch ein kleiner Einwand oder eine Perspektivenverschiebung. Ich glaube, weil wir reden ja über darüber, wie kann man mobilisieren, ja, zum Beispiel. Dann glaube ich, dass sich progressive Bewegungen natürlich durch Forderungen irgendwie auch, also das Narrativ ist das eine, aber das andere wären so etwas wie Forderungen. Und in dem Zusammenhang glaube ich, dass Praxis oder Praktiken sind schön und gut, aber ich glaube, Forderungen haben irgendwie etwas mit sozialen Normen zu tun. Also die Frage, wie wird die Realität eingerichtet? Also deswegen komme ich jetzt, das ist sozusagen natürlich ein Standardbeispiel, aber was ich glaube, was in dem Zusammenhang sehr relevant ist. Natürlich kann man sehr lange artikulieren, dass es dem gesunden Menschenverstand widerspricht, dass alle Leute überarbeitet sind, abends nicht mehr Möff sagen können, wenn sie und ins Bett fallen, nicht mehr ansprechbar sind, dass sie trotzdem nicht genug Geld zum Leben haben, dass strukturell Beruf und Familie unvereinbar sind und so weiter und so weiter. Das machen wir jetzt seit 20 oder 30 Jahren und es widerspricht dem gesunden Menschenverstand. Und da weiß ich nicht, ob wir da nicht schon einen gewissen Overkill an Aufklärung erreicht haben langsam, wo ich dann sagen würde, der nächste Schritt ist die Vereinbarung einer neuen sozialen Grundnorm. Wenn die heutige Norm quasi auf dem Papier 40 Stunden Normalarbeitszeit ist, dann kann die neue, eine vernünftige Norm, die nicht mehr dem gesunden Menschenverstand widerspricht, würde wahrscheinlich irgendwo bei 30 oder 25 oder 24 oder 20 Stunden liegen. Dann haben wir eine ganz klare gesellschaftliche neue Ansage, eine Norm, an der die Realität von Betrieben, Sprachverhältnissen, Vereinbarung, geschlechtsspezifischen Aufteilung gemessen werden kann. Dann kann man einfach sagen, ja, wird eingehalten, wird nicht eingehalten. Das wäre jetzt sozusagen jetzt mal ganz runtergebrochen auf Forderungen, ein Beispiel, wo ich sagen würde,
zentral für Einigungspotenziale und soziale Kämpfe sind wahrscheinlich dann doch irgendwie so etwas wie Forderungen nach neuen Rechten. Im Falle zum Beispiel einer neuen Tarifnorm im öffentlichen Dienst und der Privatwirtschaft hängt dann nicht nur die gesamte Architektur des Alltags dran, ja, wie lange wird gearbeitet, da hängen sämtliche Einkommensverhältnisse, sämtliche Hierarchien, sämtliche Ungleichheiten und es hängt das gesamte staatliche Sozialversicherungssystem dran, nämlich wie viele Stunden musst du bringen, wie viel Gesamtarbeitszeit und so weiter, Lebensarbeitszeit, um nicht arm zu werden. Das heißt, da hängen so rigide Vorgaben an unser aller Leben dran, an dieser einen einzigen Norm, dass ich sagen würde, das ist doch ein ganz guter Kandidat, wo sich vielleicht eine, zumindest mal ein Beispiel, wo sich progressive Forderungen kollektiv erheben ließen, anstatt alles, nur den Satz noch, und nicht nur, also das nicht sozusagen nur lokalen oder jedem einzeln betroffenen individuellen Formen zu überlassen. Wie würde man diese progressive Forderung als Slogan zum Beispiel formulieren? Naja, also die berühmteste ist, stammt von André Gortz, die heißt weniger arbeiten, damit alle arbeiten und besser leben können. Genau. Das wäre jetzt so eine Art populär runtergebrochenes. Ja, das ist doch schon ein guter Anfang. Und jetzt, Frau Burkhaus, nochmal an Sie die Frage. Das ist ja auch jetzt so ein bisschen eine Einladung zu einer erlaubten Form von Linkspopulismus, dass wir auch mal unsere Forderung einerseits anspruchsvoller, also radikaler formulieren, aber auch einfacher und auch die Forderung suchen, wo am meisten Menschen drunter geeint werden können. Würden Sie dem auch zustimmen als erfreuliche Perspektive? Nein. Also ich habe halt gemerkt bei dem, was hier gesagt wurde, dass ich, glaube ich, doch nicht mehr so ganz Sozialwissenschaftlerin und bin und dass diese Ebene, sondern dass ich eben sehr stark von der Psychologie herkomme und von der Frage der Motivierbarkeit. Und deshalb hat mir natürlich am meisten eingeleuchtet, was Herr Lessenig sagte, die Praxis des Miteinanderredens und zu versuchen auch mit Menschen zu reden, die nicht so sind wie man selber. Mich erfüllt es halt mit großem Unbehagen, wenn man sozusagen die Forderungen stellt. Sie haben jetzt schon versucht, die so ein bisschen runterzubrechen, aber das liegt einfach daran, dass ich halt aus der 68er-Bewegung, wo wir in Forderungen ganz groß waren, und aber in dem Runterbrechen auf eine Ebene von Praktizierbarkeit ansetzen, an dem, was die Menschen auch für Schwierigkeiten haben, auf der natürlich nie gelandet sind. Ich wollte etwas sagen zu diesem... Aber nicht, weil sie nicht fähig waren, sondern weil es die Gelegenheit nicht gab, also realpolitisch wirklich sich zu verwirklichen. Ja, aber das ist ja, wie ich vorhin schon ansprach, die ungelöste Machtfrage und das, was Herr Lessenig sagte, dass man sich runterredet, indem man auf die Hemmnisse und Schwierigkeiten verweist, das ist für mich als Therapeutin ja gerade umgekehrt. Dass unsere Idee ja eben ist, über das Studium dessen, was im Weg ist, dahin zu kommen. Entschuldigung, ich will nur das ploppt weniger, wenn es so ist. Dahin zu kommen, also dass man dem unerschrocken ins Auge sieht und daraus dann eben die Wege freier werden, Zukunftsvisionen nicht nur zu entwickeln als abstrakte Parole, sondern eben wirklich mit Wünschen und Durchsetzungsstrategien. Und das, wenn Sie das so sagen, ob man Utopien braucht, ich finde das, ich weiß nicht genau. Brauchen Sie keinen? Also viel alltagsnähere und alltagspraktischere Utopien. Also ich denke ja, das, was Sie, wie Sie es am Schluss formuliert haben,
da kann man ja dann überlegen, welche gesellschaftlichen Akteure das durchsetzen wollten. Aber mir fielen dann gleich eben die Leute ein, die eben überhaupt nicht leiden unter zu viel Arbeit, sondern dass auch der Kapitalismus sich schon lange dahin entwickelt hat, dass man eine Work-Life-Balance machen muss, beziehungsweise dass man in der Arbeit sich selber verwirklichen muss, dass man die Individualitäten ausbeutet und dass die sich außer der Arbeit, was ich als Therapeutin immer sehe, dass viele meiner Patienten sich nur noch in der Arbeit nicht entfremdet fühlen und außerhalb der Arbeit die allergrößten Schwierigkeiten haben, weil nämlich in der Arbeit die Dinge berechenbar, kontrollierbar, leistbar sind. Man für etwas arbeiten kann, weil man da keine Kontakte herstellen muss, weil man keine persönlichen Abhängigkeiten befürchten muss und so. Das geht jetzt weg von der Ebene, die besprochen wird. Aber es sind einfach Dinge, die mir dazu einfallen, dass man sich auf die Wünsche der Menschen beziehen muss und auf diese Schwierigkeiten, die sie haben. Machen wir uns klar. Ich glaube, dass das eine, dass man das eine nicht tun muss, um das andere zu lassen. Also der Punkt ist tatsächlich genau, wie Sie sagen, man muss diese Individualperspektive zusammenbringen mit einer Perspektive auf Strukturen und auch auf politische Machtverhältnisse, politökonomische Machtverhältnisse. Aber das Problem ist, glaube ich, nicht das, was Sie gesagt haben, sondern auch eine gesellschaftliche Perspektive, die immer nur diese Individualperspektive stark macht, die psychische Erkrankung so dermaßen individualisiert und nicht erkennt, was die sozialen bzw. politisch-ökonomischen Verwerfungen sind, die bestimmte psychische Erkrankungen so virulent werden lassen in unserer Gesellschaft. Also Stichwort Depressionserkrankungen, die jetzt Erschöpfungssyndrome, also Erschöpfungssyndrom ist ja manchmal auch nur ein Schleier für Depressionen, nur weil Erschöpfungsdepression, Burnout sind eben kompatibel mit einem Leistungsträger, mit einem Potential. Wenn Sie einfach sagen, ich bin depressiv, weil alles brach liegt, dann ist das nicht kommunikabel mit einem Wirtschaftssystem. Also das Problem ist, was ich sagen wollte, ist, dass diese individuelle Perspektive, die einzelnen Patienten, die stark machen, das und das steht mir im Weg, das korreliert ja, das hängt ja zusammen mit gesellschaftlichen Umständen. Und was Sie gesagt haben, das fand ich jetzt gar nicht, weil ich das noch so gar nicht überdacht habe, dass viele sich erst in der Arbeitswelt dann wohlfühlen, weil da ja auch die Anforderungen so klar normiert und so klar kommuniziert werden. Das ist ja ganz vermeintlich, sagen wir mal, das habe ich jetzt so verstanden. Nein, ich beziehe mich auf die Debatte Subjektivierung der Arbeit, dass man in der Arbeit seine persönlichen Eigenheiten und so weiter unterbringt und dass die Kapitalisten nur irgendwie schlau genug sind, um von fordistischen Modellen schon lange abgerückt zu sein. Klar, wir Feministinnen finden das ja auch ganz toll, dass wir uns ausbeuten lassen können, weil wir endlich in Brot und Lohn stehen können. Also das sind ja diese unheiligen Allianzen, die der Neoliberalismus, die eine bestimmte Deutung von Wirtschaftssystemen kompatibel machen mit vor allen Dingen sehr individual fokussierten Philosophien. Na klar finde ich es toll, wenn ich mich selbst verwirklichen kann. Nur was meint ihr gerade? Die Norm der Selbstverwirklichung, die ist ja ganz deutlich. Während in unserem Privatleben, im Familienleben, da, das haben Sie gerade sehr schön beschrieben, da ist es sehr turbulent. Da muss ich ständig irgendwas machen. Da muss ich irgendwie Kontakte knüpfen oder sowas. Nur das Spannende ist ja, dass das vielleicht auch alles auf einer Illusion aufbaut. Also dass diese vermeintliche Selbsterfüllung, und ich glaube, da macht der Hirsch schon einen Punkt, auch eben eine strukturell verblendete ist. Also auch was Sie sagen, knüpft auch an, was jetzt bei diesem Women's March in den USA auch deutlich wurde, dass auch der Feminismus zum Beispiel zu den sozialen Bewegungen gehört, die nur noch darüber gesprochen haben, wie man jetzt also die Karriere am besten unterbringt oder wie man am besten Karriere macht oder wie die Karrierechancen sich verbessern. Aber gerade im Feminismus, all die wirklich emanzipativen gesellschaftlichen Projekte praktisch weggefallen sind und so vielleicht auch bei anderen sozialen Bewegungen und dass jetzt vielleicht die Hoffnung bestünde, dass da wieder das gesamtgesellschaftliche Stärke in den Blick kommt, von dem wir uns so, also eben auch in der angeblichen Demokratie, wovon wir uns so verarscht fühlen, dass das Gesamtgesellschaftliche so weggerückt wurde, so zertreten wurde praktisch und leider eben auch von den linksliberalen Strömungen. Ja.
Das Schwierige ist ja gerade, wenn man die Debatte des Feminismus aufgreift, das ist ja das Schwierige, dass gerade konservative bis reaktionäre Kräfte jetzt sagen, die Frau muss sich entscheiden dürfen. Also die jetzt sagen, die Frau muss auch das Recht haben, zu Hause zu bleiben, das stark machen als Prinzip nach dem Motto, die Frau darf auf Karriere verzichten und das ist die Wahlfreiheit der Frau. Das machen jetzt aber Konservative, dieses Argument, und eben nicht mehr Feministin erster Stunde. Also genau das ist der Punkt, dass sich da die Diskurse verschoben haben und wir eben den eigentlichen emanzipatorischen Gehalt, nämlich die Freisetzung von strukturellen Zwängen, die scheint irgendwie abhandengekommen zu sein. Herr Lessing, nicht diese strukturellen Zwänge, die Sie ja da auch als Externalisierungsgesellschaft beschreiben, da rauszukommen, jetzt haben Sie gesagt, wir müssen mehr miteinander reden, aber ich nehme an, Sie haben auch noch anderes im Köcher. Also außer Rede habe ich nicht viel zu bieten. Ich argumentiere jetzt auch wirklich gegen mich selbst, weil ich schreibe auch mal solche Texte. Ja, aber mein Impuls war ja zu sagen, nicht immer, und es gibt millionenfach entsprechende kritische soziologische und sozialwissenschaftliche Literatur, die immer schon wieder behauptet, alle kritischen, emanzipatorischen Impulse werden von dieser Hyperintelligenz-Kapitalismus ja immer wieder aufgesogen, ja, eingespeist, inkorporiert, man kann machen, was man will, Feminismus, 68, was weiß ich, ja, es wird alles durch die übermächtige Maschinerie Kapitalismus eingespeist und irgendwie produktiv gewendet und allem wird der kritische Stachel genommen. Und das stimmt einerseits und andererseits stimmt es ja auch irgendwie nicht, ja, warum sitzen wir eigentlich hier? Also, ich meine, es stimmt einerseits, also früher, aber war das wirklich so? Früher bei beschissenen Arbeitsverhältnissen ist man auf die Straße gegangen, ja, und heute geht man ins Spa und macht Wellness. Ja, das stimmt einerseits, aber andererseits stimmt es ja auch nicht. Es gibt ja nach wie vor, ja, Impulse der Gegenbewegung. Also das war einfach nochmal ein Appell auch, also nicht immer nur die Bewegung, ja, des Kapitals und der Kapitallogik und des Neoliberalismus und der Alternativlosigkeit und so weiter zu sehen, was, wie gesagt, einerseits ja nicht ganz falsch ist, das zu betonen, aber andererseits nicht das kleinzureden, ja, was an ständigen alltagspraktischen Gegenbewegungen da ist, im Kleinen und im Mittelgroßen. Und ich finde, es wäre das Wichtigste, da anzuknüpfen, ja, und da zu schauen, wo, an welchen Punkten macht wer da was. Also ich meine das ganz praktisch, ja, im Sinne von Vernetzung und so weiter, aber ich meine das auch erstmal analytisch. Wo macht wer an welchen Punkten was? Wo sind irgendwie Freiräume möglich, die man sich auch dann selber erweitern kann, kollektiv, ja, im Kleinen? Was sind die Prinzipien und Logiken dieser Gegenbewegung, um das dann auf eine breitere Basis zu stellen? Und darum wäre es mir eigentlich zu tun. Einerseits analytisch, das kann man dann als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin machen, oder als praktizierende Wissenschaftlerin sozusagen, aber dann auch wirklich alltagspraktisch. Darum ging es mir. Das ist dann nicht nur Reden. Eine breitere Basis könnte dann zum Beispiel der Begriff Demokratie, Demokratisierung sein, oder welches Stichwort, welche Überschrift, welches geeinende Band würde das dann umschließen? Jetzt sind wir wieder bei den Begriffen und den Formen. Irgendwie bin ich dann doch zu wenig Politikwissenschaftler oder Philosoph. Weiß ich nicht. Also, hau weg den Scheiß! Das wäre auch eine Option. Okay. Ja, aber was ist der Scheiß? Das, was Sie im Vortrag oder morgen gesagt haben. Das, ja, eben, ich habe das ja auch gesagt. Also, genau, ich habe das auch schon gesagt. Ich finde ja auch Forderungen wichtig, aber wie gesagt, ich finde, dass wir eine kluge Kombination von so großen Utopien, die man in Begriffe fassen kann, ja, und vielleicht auch auf eine Parole runterbrechen kann, und aber der alltagspraktischen Arbeit im Kleinen, die sich nicht immer unter einen Begriff fassen lässt, auch nicht eine Leitidee, die alles überwölbt, ja, das ist nicht alles Solidarität oder Gerechtigkeit, sondern es sind ganz unterschiedliche Handlungsweisen, die da ineinander fließen, und das irgendwie zu verbinden, das ist jetzt auch abstrakt, ich gebe es zu, aber ich kann es gerade nicht konkreter formulieren. Michael Hirsch vielleicht? Ja, jetzt komme ich wieder mit dem einerseits, andererseits, dass mir das gefällt, aber auch wieder nicht gefällt. Also es gibt ja von Adorno den Begriff Departement Kulturindustrie zum einen, und oder dann aber noch spezifischer für dieses Feld, jeder beackert zu seinem Feld, Departementalisierung des Geistes, also man teilt so alles in so Abteile ein. Nancy Fraser hat es dann in so einem großen Aufsatz, in New Left Review,
Balkanisierung des theoretischen Feldes genannt. Ja? Sie sagt, es gibt eine Fragmentierung von Fragestellungen im heutigen Wissenschaftsbetrieb. Der betrifft nicht nur die Wissenschaft, sondern die gesamte intellektuelle Debatte. Und das hat was mit unserem Problem zu tun, Beispiel Feminismus. Ja? Wenn es dazu kommt, dass bestimmte Bewegungen, die eigentlich progressiv sind, nur noch sektoral als soziale Bewegung ihre spezifischen Interessen in diesem Style, den sie haben, in diesen Milieus, in denen sie unterwegs sind, betreiben, dann werden sie gekapert von Staat und Kapital. Da kannst du nichts dagegen machen. Ja? Das kann nur verhindert werden, wenn man eine explizite Erzählung, Utopie, Projekt fordert oder praktiziert, wo das mit anderen sozialen Bewegungen auf eine absolut glasklare Art und Weise kompatibel ist. In dem Fall gibt es, ja oder nein, eine klare progressive Beziehung zwischen Frauen- und Arbeiterbewegung. Wenn es sie nicht gibt, ist der Feminismus im heutigen Standpunkt eine rechte Kraft. Ja, das ist einfach so. Sie haben das ja angedeutet gerade. Und das kann nur dann anders werden, wenn es irgendwelche Forderungen, irgendwelche Erzählungen, irgendwelche Anstrengungen gibt, um aus diesem partikularen, wir kämpfen für Frauenrechte, wir kämpfen für die Gleichberechtigung, zu einer allgemeinen, fortschrittlichen Perspektive zu kommen. Ja, das ist, glaube ich, die einzige Chance. Ansonsten ist, glaube ich, wäre mir persönlich der Anspruch zu bescheiden, weil das ist, glaube ich, das Problem, was wir hatten. Dass Leute auf unglaublich integre, sympathische und plausible Art und Weise in ihren lokalen Gruppierungen mit den Freunden, die sie haben, mit den Aktivisten, Freundinnen und so weiter, ihr Ding gemacht haben. Daraus ist keine kohärente Geschichte unserer Welt geworden. Wir sind am Ende von 30 Jahren Reaktionen. So progressive Bewegungen auch immer es gegeben hat. Seit den 80er Jahren leben wir in einer Restaurationsepoche, natürlich mit einer Hochblüte von progressiven sozialen Bewegungen. Aber diese sozialen Bewegungen sind von den politischen Zentralen abgeschnitten. Ja, mehr oder weniger. Und die Frage, ob das ein Ende haben könnte nochmal, also ob wir in eine fortschrittliche Epoche eintreten, hat irgendwie etwas damit zu tun, glaube ich, ob es irgendwelche relevanten Bündnisse, wie gesagt, das erste Beispiel, was mir einfallen würde, wäre ein Bündnis von Gewerkschaften und Frauenbewegungen. Gibt es möglicherweise Forderungen? Es gibt ja Andeutungen aus dem Ministerium, ja, also dieses Rückkehrrecht und solche Dinge, Flexibilisierung, Zeit, Souveränität, Sabbaticals, tausende von Mini-Einzelprojekten kommen aus dem Ministerium, Familienministerium, werden aber alle nicht verbunden. Alle nicht zu einer kohärenten Idee. Niemand kann sehen, dass Frau Nahles und Frau Schwesig an einem Strang ziehen. Niemand kann sehen, ja, die wollen irgendwo hin. Es wird nicht verbunden. Und das ist es meines Erachtens, also damit will ich nicht sagen, dass es falsch ist, das zu honorieren, was da schon passiert. Nur, ich glaube, das ist unser politisches Problem ist, diesen Sack kriegen wir nicht zu. Und so gewinnst du weder Wahlen, noch im Falle einer gewonnenen Wahl würde man mit der Macht irgendwas anfangen können. Man würde schlechterdings nichts mit einer zum Beispiel gewonnenen Mehrheit, sei es dieses Jahr oder in 4 Jahren, könnte man schlechterdings nichts anfangen, wenn man nicht in dieser Richtung sozusagen präzise und hart werden würde. Ja, deswegen jetzt die Frage an euch und Sie. Was ist denn, könnte das Projekt sein, wo wir ausreichend uns mit Kraft und aber auch, wo die verschiedenen Interessen wieder miteinander verbunden sind, wo wir wegkommen von den Partikularinteressen, wo wir das Gefühl haben, es ist eine begeisternde Idee, die wir auch gerne nach außen tragen, obwohl ja Demokratie, das ist halt einfach ein Grundproblem, Demokratie ist halt, gibt ja auch die These, Demokratie ist zu langweilig, deswegen ist ein Krieg oder ein Faschismus immer wieder ein Antidepressivum und wir müssen ja immer wieder gegenhalten, also gerade das Langweilige der Demokratie verteidigen wir ja, weil dahinter eigentlich das Reich der Freiheit ist, also wenn miteinander gestaltet wird, ich glaube Brecht hat auch gesagt, eine Demokratie, wenn sie eine Demokratie ist, braucht sie eben keine Helden, weil eben dann die vertrauenswürdigen Prozeduren in der Demokratie einfach Substanz haben und die Lebensverhältnisse ausreichend und befriedigend für alle gestalten und daran wollen wir mitwirken. Ja.